Hi, heute zeige ich dir, warum Ziele Bullshit sind und was du stattdessen machen kannst, um das zu erreichen, was du dir vornimmst. Ich stelle dir heute meine Erkenntnisse aus dem Buch Atomic Habits von James Clear vor. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher und ich kann es auch wirklich jedem empfehlen. Da steckt extrem viel drin und ich glaube, da kann wirklich jeder was von mitnehmen. Ich verlinke es dir auf jeden Fall mal unten in der Beschreibung. Wie der Name des Buches schon verrät, geht es heute um das Thema Habits, also Gewohnheiten, und ganz spezifisch um so winzig kleine, also atomare Habits und wie man damit seine Ziele erreicht. Um jetzt direkt mal zum Thema zu kommen, würde ich sagen, beginnen wir einfach mal damit, warum Ziele nicht optimal sind, um das zu erreichen, was man sich vornimmt. Ich meine, das Problem mit den Zielen kennt ja wirklich jeder. Von irgendwelchen Neujahrsvorsätzen, die man sich vornimmt, die aber nicht greifbar sind und die auch quasi fast nie was werden. Das Problem wird mit dem Zitat "Winners and losers have the same goals" von James Clear schon ganz gut zusammengefasst. Es beschreibt eben das Problem, dass viele Ziele viel zu unspezifisch sind und viel zu wenig Anhalt geben, um im Alltag auch wirklich zu wissen, was man jetzt für die Zielerreichung machen muss. Außerdem haben Ziele das Problem, dass das Erreichen eines Ziels nur eine momentane Veränderung ist, die nichts über lang anhaltenden Erfolg aussagt und langfristige Fortschritte sogar verhindern können. Außerdem können Ziele auch zu Unzufriedenheit führen, wenn man unter Umständen vielleicht einfach keine Erfolgserlebnisse hat und auch keine Mini-Erfolge sieht. Die Lösung, die da von James Clear vorgeschlagen wird, ist eben Ziele zu vergessen und stattdessen auf Systeme zu setzen. Bevor wir zu den Systemen kommen, will ich aber erstmal noch aufs Thema Habits eingehen. Habits, also Gewohnheiten, sind so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite machen gute Habits, also gute Gewohnheiten, Zeit zu deinem Verbündeten. Aber auf der anderen Seite machen schlechte Habits Zeit zu deinem Gegner. Das Problem dabei ist, dass gerade gute Habits schwer aufzubauen sind, weil meistens die Erfolgserlebnisse und damit auch die Motivation erst immer sehr verzögert kommt. Zum Beispiel, wenn du gute Noten schreiben möchtest, dann willst du vielleicht jeden Tag eine Stunde lernen. Aber die richtig signifikanten Änderungen an deinen Noten werden wahrscheinlich erst nach monatelangem, teilweise jahrelangem Lernen eintreten. Du musst dich aber trotzdem jeden Tag eine Stunde motivieren zu lernen. Das ist natürlich hart, wenn du kaum Erfolgserlebnisse spürst. Außerdem gibt es in den meisten Bereichen auch noch das Problem der Plateaus. Auf denen kommt man einfach nicht weiter. Man macht kaum Fortschritte, teilweise monatelang oder sogar jahrelang. Man muss aber immer weiter arbeiten. Und dann plötzlich kommen alle Ergebnisse auf einmal. Aber man kann eben sagen, dass Erfolg das Produkt aus täglichen Habits ist. Und damit kommen wir dann auch wieder zurück zum Thema Systeme. Den Begriff des Systems kann man eigentlich am besten im Vergleich zu Zielen erklären. Ziele handeln von Ergebnissen, die man erreichen möchte. Systeme aber handeln von Prozessen, die dann zu Ergebnissen führen. Also Ziele sind gut, um dann vielleicht mal so eine Richtung zu setzen, aber Systeme sind gut, um dann wirklich mal Fortschritte zu machen. Diese Prozesse, die man in den Systemen hat, sind dann eben wieder Habits. Habits sind laut James Clear dann wie die Atome unseres Lebens. Jedes einzelne ist ein fundamentaler Teil, der dann zur gesamten Verbesserung beiträgt. Generell die Idee mit den atomar kleinen Habits basiert ein bisschen auf dem Ansatz, sich jeden Tag um 1% zu verbessern. Durch den Leverage-Effekt, also Hebeleffekt, multipliziert sich der Gewinn dann immer weiter. Solchen Effekt kann man ja auch zum Beispiel bei Compound Interest bzw. im Zinseszins beobachten. Wird man jetzt jeden Tag 1% besser, dann ist man am Ende des Jahres, also nach 365 Tagen, 37,78 Mal so gut wie am Anfang des Jahres. Der Effekt wirkt sich leider natürlich auch aufs Negative aus. Wird man jetzt jeden Tag, also 365 Tage im Jahr, 1% schlechter, dann ist man am Ende des Jahres nur noch 0,03 Mal bzw. 3% so gut wie am Anfang des Jahres. Das Ganze zeigt ja ganz gut den Effekt, den so kleine, aber stetige Verbesserungen haben können. Wo wir das jetzt erstmal erklärt haben, gehe ich jetzt mal da rein, wie man Veränderungen wirklich bestreitet. Die Verhaltensänderung kann man in drei Ebenen kategorisieren. Ebene 1, Ergebnisse verändern. Ebene 2, Prozesse verändern und Ebene 3, Identität verändern. Ergebnisse sind das, was man bekommt. Prozesse sind das, was man regelmäßig tut und die Identität ist das, wovon man überzeugt ist, wonach man handelt. Und dann gibt es eben die ergebnisorientierte Handlungsweise, die auch sehr gängig ist, wo man dann zum Beispiel sagt, ich möchte ein Buch schreiben. Dann gibt es aber auch die identitätsbasierte Handlungsweise, wo man dann zum Beispiel sagt, ich möchte Schriftsteller sein. Das gibt dann quasi an, aus welcher Richtung man diese drei Ebenen durchquert. Entweder von oben ergebnisorientiert oder von unten identitätsbasiert. Ergebnisorientierte Habits
ändern erst die Ergebnisse, dann die Prozesse und dann die Identität. Identitätsbasierte Habits hingegen ändern erst die Identität, dann die Prozesse und dann die Ergebnisse. Also im Beispiel von eben wäre es dann zum Beispiel identitätsbasiert, ich möchte Schriftsteller werden, dafür schreibe ich jeden Tag eine Stunde und dadurch schreibe ich ein Buch pro Jahr. Der Vorteil von identitätsbasierten Habits ist eben, dass sie eine viel höhere intrinsische Motivation haben, weil die Gewohnheit quasi Teil der Identität ist. Ein Beispiel hier wäre zum Beispiel, dass man stolz darauf ist, wie seine Haare aussehen. Daraus wird man dann Gewohnheiten entwickeln, wie zum Beispiel seine Haare zu pflegen, sich um seine Haare zu kümmern, und dadurch wird man seine Identität dann quasi immer weiter voranbringen. Das Ziel sollte also zum Beispiel nicht sein, ein Buch zu lesen, sondern man sollte versuchen, ein Leser zu werden. Oder es sollte nicht sein, einen Marathon zu laufen, sondern man sollte versuchen, ein Läufer zu werden. Bevor es weitergeht, kurz ein kleiner Einschub. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, lass gerne mal ein Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen. Vielen Dank. Außerdem gibt es 4 Regeln für die Verhaltensänderung, die sowohl für gute als auch für schlechte Habits funktionieren. Regel 1 ist, mach es offensichtlich. Regel 2, das Verlangen ist, mach es attraktiv. Regel 3 ist, mach es einfach. Regel 4, die Belohnung ist, mach es satisfying. Umdrehen für schlechte Habits kann man es auch. Da wäre dann Regel 1, mach es unsichtbar. Regel 2, mach es unattraktiv. Regel 3, mach es schwierig. Regel 4, mach es unsatisfying. Um da jetzt noch so ein bisschen Verständnis reinzubringen, hier mal ein Beispiel für die ganzen Regeln für positive Habits. Also Regel 1, mach es offensichtlich, wäre zum Beispiel, wenn man lernen will regelmäßig, dass man sich überall Lernzettel hinhängt, damit man halt immer das im Blick hat und immer daran denkt. Regel 2, attraktiv, wäre zum Beispiel so ein Thema, wo man gut Habits miteinander verbinden könnte. Zum Beispiel, dass man sagt, ich darf nur Netflix schauen, wenn ich nebenbei irgendwie auf meinem Ergometer radel. Regel 3, mach es einfach, wäre zum Beispiel, wenn man mehr trinken will, dass man immer eine Wasserflasche dabei hat, dass man nie Probleme hat, irgendwie jetzt an was zu trinken zu kommen. Regel 4, mach es satisfying, funktioniert dann halt eben so ein bisschen über Belohnung. Zum Beispiel könnte man da sagen, wenn ich jetzt eine Stunde Sport gemacht habe, gönne ich mir danach ein Eis. Gerade die Beispiele aus Regel 2 und 4 gehen dann auch so ein bisschen über zum Thema Habit Stacking. Das will ich heute nicht unbedingt näher behandeln, aber ich wollte schon mal als Stichwort in den Raum werfen. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich das auch noch mal in einem Video erläutern. Jetzt möchte ich noch mal auch kurz auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar Decisive Moments, also entscheidende Momente. Dazu blende ich euch mal eine Grafik ein. Der Punkt hier ist, dass die ersten Entscheidungen am Tag einen riesigen Impact auf den Verlauf des Tages haben. Sollte man also zu Beginn des Tages schlechte Entscheidungen treffen, ziehen die einen so weit runter, dass man das gar nicht mehr so richtig gut machen kann. Das ist halt auch der Punkt, warum sowas wie Morgenroutinen oder so kleine Dinge wie kalt duschen oder so häufig empfohlen werden, um damit halt auch so ein bisschen die Willenskraft zu trainieren. Am Ende des Buches gibt es dann noch einige Tipps zum Thema Talent nutzen oder dazu, wie man richtige Habits auswählt. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, lest euch gerne das Buch durch. Ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Oder wenn ihr keinen Bock darauf habt, schreibt es mir wie gesagt in die Kommentare, dann schaue ich mir die Themen nochmal genauer an. Außerdem kann ich euch den Newsletter von James Clear, also dem Autor des Buches, empfehlen. Dort gibt es einmal in der Woche ganz interessante Mail mit Zitaten und Denkanstößen und so weiter. Um jetzt die wichtigsten Punkte nochmal zusammenzufassen, haltet auf jeden Fall den Leverage-Effekt im Kopf, also dass ihr euch mit 1%iger Verbesserung täglich über ein Jahr im Endeffekt in einem Jahr um 37,78 Mal verbessern könnt. Und jetzt wandle mal deine Ziele zu Systemen um. Wenn du jetzt zum Beispiel das Ziel hast, 5 Kilogramm Muskeln aufzubauen, dann sollte nicht das dein Ziel sein, sondern dein Ziel sollte sein, 4-mal in der Woche Sport zu machen. Außerdem versuch mal deine Verhandlungsänderung von deiner Identität aus anzugehen. Wenn du also zum Beispiel kein Fleisch essen willst, dann sag dir einfach selbst, dass du Vegetarier bist, und geh dann auch immer von diesem Selbstverständnis aus. An der Stelle will ich auch nochmal was zu der Wette sagen, die ich schon im Storytelling-Video erwähnt habe. Und zwar habe ich ja wie gesagt eine Wette mit einem Freund gemacht, ob ich es schaffe, in einem Jahr 10.000 Abonnenten zu machen. Aber bevor ich das jetzt selber erkläre, würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal einen Ausschnitt aus unserem Gespräch. Nachdem du ein Video hochgeladen hast, ein Jahr lang Zeit hast, um 10.000 Abonnenten zu bekommen. Und wenn du gewinnst, dann darf ich mir entweder aussuchen, das One-Punch-Man-Workout zu machen. 100 Kniebeugen, 100 Liegestützen, 100 Sit-Ups und 10 Kilometer laufen für 2 Wochen, und das jeden Tag. Oder ich laufe halt einen Halbmarathon. Und wenn ich gewinne und du das nicht schaffst, was auch so passieren wird, darfst du dir aussuchen, ob du das machst. Also was davon du machst. Ja, perfekt. So, damit ihr jetzt Koya leiden sehen könnt, lasst gerne mal ein Abo da, um mir bei der Wette zu helfen.
Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, lass gerne ein Like da und schau dir noch das Video zu den 100 Tagen 100 Push-Ups an. Das ist ja auch so eine Challenge, die auf dem Grundprinzip der Habits basiert. Also fang auch gerne damit an, wenn du mal in das Thema reinschnuppern willst. Vielen Dank fürs Zuschauen.